Am vergangenen Wochenende fand in Wörgl nach einer pandemiebedingten Pause eine der ersten großen Übungen für Rotkreuzhelfer statt. Über 200 Rotkreuz-Einsatzkräfte, die Feuerwehren aus dem Großraum Wörgl, wie auch rund 300 Statisten waren dabei im Rahmen von 7 Großszenarien im Einsatz. Unter anderem mussten sie zu einem Lokunfall, explodierenden Gasflaschen sowie mehreren Verkehrsunfällen ausrücken. Höhepunkt war am Sonntagvormittag ein Übungseinsatz im Wave. Für Landesrettungskommandant Martin Dablander sind derartige Übungen unbedingt notwendig, um sämtliche Einsatzkräfte auf Notsituationen vorzubereiten. Der Sinn und Zweck der ganzen Sache ist im Prinzip auf den Punkt gebracht Ausbildung. Wir bilden also jedes Jahr Katastrophenhelferinnen und Katastrophenhelfer für das Land Tirol aus, die also in diesem Szenario das erste Mal, sage jetzt einmal griffig, mit dem Thema Katastrophenhilfe beschäftigt werden, die also ein Camp aufbauen müssen, die im Camp leben müssen und aus diesem Camp heraus verschiedenste Einsätze, Szenarien bearbeiten müssen. Damit sämtliche Übungen reibungslos abgearbeitet werden konnten und die Übungseinsatzkräfte dann auch abseits ein bisschen zur Ruhe kamen, wurde am Areal vor dem Bundesschulzentrum ein Einsatzcamp errichtet. Für Campmanager Roland Volland ein vielfältiges Aufgabengebiet. Ja, der Campmanager hat die Aufgaben, dass er die ganze Organisation von der Unterkunft bis zur Verpflegung, bis zum Strom, bis zu der Heizung, das alles organisiert und nachher beim Aufbau um die richtige Koordination macht. Höhepunkt war am Sonntag der Übungseinsatz im Wörgler Wave. Beißender Gestank, aufsteigender Rauch und mehr als 70 Personen im Wave warteten auf die 100 Übungsteilnehmer. Fast das gesamte Landesrettungskommando trainierte bei diesem besonderen Abschlussszenario mit. Zahlreiche Ehrengäste, darunter auch Wörgls Bürgermeisterin Hedi Wechner und Rotkreuz-Präsident Günther Ennemoser, konnten sich vor Ort ein Bild davon machen, wie auch eine sich dynamisch entwickelnde Lage strukturiert abgearbeitet werden kann. Von der Alarmierung bis hin zur ersten Versorgung der Patienten vergingen nicht mehr als 20 Minuten. Auch die Statisten spielten ihre Rolle perfekt. Eine streute den Einsatzkräften Rosen. Also es ist zuerst einmal erschreckend, wenn man das nochmal sieht, wie das wirklich abläuft. Aber sind von der Versorgung her voll gut, also es läuft voll schnell. Wir hat man noch voll schnell eigentlich ausgebracht. Für Landesrettungskommandant Martin Dablander sind die aus der Übung gewonnenen Erkenntnisse enorm wichtig, vor allem auch für die Auszubildenden. Genau, das Ziel ist, diese Übungen auch gut zu beobachten. Es sind also auch Beobachter eingeteilt, die also die bestimmten Funktionen, die Abläufe beobachten und beurteilen. Und es wird dann im Nachgang, im Zuge von Nachbesprechungen, diese Übung noch einmal aufbereitet. Und natürlich nehmen wir die Erkenntnisse, die also sich daraus ergeben, wieder mit, um uns weiterzuentwickeln, um zu verbessern, um Dinge, die nicht so ideal gelaufen sind, auszuschließen und das, was gut gelaufen ist, anzunehmen und weiterzuentwickeln. Für die Rettungskräfte des Roten Kreuzes war diese Katastrophenhilfsübung der zweite Teil ihrer Ausbildung zum Katastrophenhelfer. Damit verfügt das Rote Kreuz Tirol über frische Katastrophenhilfsexperten, die im Fall des Falles helfen.